Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 1032. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mal in meinen Ordner reingeschaut. Es fehlen tatsächlich noch so einige Karten. Ich hoffe, dass wir die so halbwegs komplettieren können. Bei den Rare-Karten wird es natürlich schwierig werden. Ja, das ist immer so eine Sache. Aber dass wir wenigstens die ganzen Common-Karten und Uncommon-Karten zusammen haben, das würde mich schon freuen. So, clear the cobwebs. Play before you make a saving throw. You gain a +2 bonus to that saving throw. If the saving throw is against a charm or illusion power, the bonus is instead of +5. Ich habe so das Gefühl, dass wir, ich habe ja erst die rechte Seite vom Display leer gemacht von den Karten her und jetzt sind wir auf der linken Seite mit den Booster Packs und da habe ich jetzt im letzten Booster schon das Gefühl gehabt, dass wir hier viele neue Karten dabei haben, die ich noch nicht hatte. Thick Air, play when an enemy adjacent to you moves, shifts or teleports. During the movement that enemy moves 2 fewer squares, minimum 1 square. Dann haben wir Focused Charge. Play when you charge during your turn. You ignore difficult terrain during the charge. Dann Pointed Remark haben wir schon gezogen. Cold Iron haben wir, glaube ich, auch schon gezogen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Play at the start of your turn. Until the end of your turn, you gain a +1 bonus to weapon attack rolls and a +2 bonus to weapon damage rolls against fee creatures oder fey creatures. Let's try that again. Play when you are in LA. Adjacent to you falls a skill check. The character re-rolls the skill check, but must use the second result. Icy Ground. Play when an enemy's attack hits you. That enemy must make an acrobatics check. The check DC is equal to your reflex. If the check fails, you take half damage from that attack and the enemy falls prone. So, und jetzt kommt die Rare-Karte hier wieder. Mercandraw Curse haben wir in der letzten Folge schon gezogen. Die erste doppelte Rare, würde ich sagen. So, gut, dann haben wir jetzt hier natürlich wieder unsere Codekarte mit How to Play, den Spielregeln. Bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.